Reusch, AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unsere Strafjustiz pfeift bedauerlicherweise auf dem letzten Loch. Das ist regional mal schlimmer, mal weniger schlimm, aber insgesamt ist sie seit Jahren nicht mehr in der Lage, die ihr vom Gesetz zukommende Rolle bei der Bewahrung, gegebenenfalls Wiederherstellung der inneren Sicherheit ausreichend zu erfüllen. Das ist ewig bestritten worden, sogar jetzt schon wieder. Dabei hat doch selbst die Koalition dies scheinbar eingesehen. Hätte sie denn sonst nicht vereinbart, dass die Länder 2000 Richter und Staatsanwälte nebst Folgepersonal einstellen sollen? Dass da was im Argen liegt, scheint also sogar hier angekommen zu sein. Die große Frage ist, wird das klappen? Selbst wenn, prima, danke. Es wäre schön, wenn es klappen würde. Allerdings, der Pferdefuß daran ist, das bringt keine schnelle Abhilfe. Denn es wird einige Jahre dauern, bis das an der Front gewissermaßen spürbar ist. Und deswegen brauchen wir Maßnahmen, die sofort wirken und den Verfahrensstau an den Gerichten helfen abzubauen. Dies sind Strukturänderungen. Hier ist als erstes an unser Rechtsmittelsystem zu denken. Das ist geprägt von Beruf und Revision. Hier geht es um die Revision. Die besteht bekanntlich darin, dass ein Urteil, das dem Revisionsgericht nicht gefällt, aufgehoben und zurückverwiesen wird. Das sind Urteile, die... Ja, es ist Recht. Es ist, ja, vielen Dank für die Belehrung, selbstverständlich. Tatsache ist es allerdings so, dass die Maßstäbe häufig nach dem persönlichen Bauchgefühl gehen. Ja, 4 Jahre ist zu viel, 3 Jahre wäre richtig gewesen, also wird es aufgehoben. Das Ergebnis ist, dass Verfahren, die Tage, Wochen, Monate, teilweise jahrelang gedauert haben, nochmal verhandelt werden müssen. Alles nochmal von vorne. Das ist eine irrsinnige Zumutung für alle Beteiligten. Denken Sie an die Zeugen, die noch mal kommen müssen. Denken Sie an die vergewaltigte Frau, die noch mal das Vergnügen hat, in der Hauptverhandlung von den Verteidigern des Angeklagten durch den Fleischwolf gedreht zu werden. Ich habe das oft genug erlebt. Ich hätte mich beinahe unparlamentarisch ausgedrückt. Das muss geändert werden, das kann geändert werden, indem wir die Revision durch die Annahmeberufung ersetzen. Auch mit der Berufung kann man Rechtsfortbildung betreiben, man kann Richtigkeitskorrektur vornehmen, man kann alle weiteren Maßnahmen, die ein höchstes Gericht hat, ausüben. Herr Kollege Reusch, die Kollegin Ritter aus der SPD-Fraktion möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich möchte jetzt gern, habe viele Punkte, wenig Zeit. Ich bitte um Verständnis. Es ist Ihr gutes Recht. Danke. Das Gericht wird das bisherige Revisionsgericht BGH wird dadurch auch nicht überfordert, weil es eine Annahmeberufung ist. Das heißt, die Hauptverhandlung wird in dem Maße durchgeführt, wie es dem Hohen Gericht erforderlich erscheint. Wenn der Zeuge XY noch einmal zu vernehmen ist, dann wird er vernommen und fertig. Das würde eine große Auswirkung, insbesondere bei den Landgerichten, haben, zu einer deutlichen Verfahrensbeschleunigung führen. Ein zweiter Punkt ist die Ausdehnung des Strafbefehls auf alle Verfahrensarten, alle Strafen. Es gibt auch bei schweren Delikten eine große Anzahl von Fällen, die völlig klar sind von der Sachlage, Rechtslage, Beweislage. Alles ist klar. Einer Hauptverhandlung zur Klärung von Zweifelsfragen bedarf es nicht. Hier könnte man den Strafbefehl bringen, der nur rechtskräftig werden kann, wenn alle einverstanden sind. Es wird also keinem Unrecht geschehen. Und die grässlichen Dealvorschriften könnte man bei der Gelegenheit gleich streichen. Was wir brauchen, ist außerdem ein erweitertes Instrumentarium, um den gewandelten Herausforderungen seit Kaiserszeiten doch gerecht zu werden. Wir haben den Straßenraub, der eine wahre Pest geworden ist. Wir haben Messerattacken, die auch dramatisch zugenommen haben, in einem früher nie gekannten Umfang. Es ist den Geschädigten nicht vermittelbar, wenn der Täter
vielleicht sogar noch frischer Tat erwischt wird und dann nach Feststellung seiner Personalien wieder laufen gelassen werden muss, weil kein Haftgrund besteht. Deswegen brauchen wir einen Haftgrund für solche Fälle. Denn Messerstecher und Straßenräuber gehören in den Knast. Wir schreiben die entsprechenden Delikte in 112 Absatz 3 rein und schon ist die Kugel rund. Wir brauchen bei den 6-Monats-Vorlagen immer wieder kommen Fälle vor, wo brandgefährliche Leute freigelassen werden müssen, weil die Justiz es nicht geschafft hat oder weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Das ist soweit in Ordnung, wenn der Mensch nicht gefährlich ist. Das ist unverantwortlich, die Risiken für zum Beispiel staatliches Versagen künftigen Opfern überzuhelfen. Also muss hier eine Ausnahme her, dass die Freilassung dann nicht erfolgt, wenn Wiederholungsgefahr im Sonder 112 Absatz A Absatz 1 besteht. Im Jugendgerichtsgesetz müssen wir die Heranwachsenden herausnehmen und auf die ausnahmslos Erwachsenenrecht anwenden. Bei Verbrechen im Sinne des allgemeinen Rechts ist die Vorschrift des 17 Absatz 2 so zu ändern, dass dort immer von Schwere der Schuld auszugehen ist, mit der Folge, dass bei Verbrechen nach allgemeinem Recht immer Jugendstrafe zu verhängen ist. Schließlich haben wir ein weiteres Ärgernis, das ist die Frage der Ausweisung krimineller Ausländer. Hier ergeht ein Strafurteil. Wenn das rechtskräftig geworden ist, wird es der Ausländerbehörde geschickt. Die leitet das ganze Verwaltungsverfahren ein. Und irgendwann nach Jahren, wenn wir dann den Verwaltungsrechtsweg hinter uns gebracht haben, haben wir dann auch einen bestandskräftigen Ausweisungstitel. Soweit so schön, das könnte man abkürzen, indem man den Strafrichter bereits die Ausweisung verhängen lässt. Ein Strafrichter, da wundert sich keiner. Es wundert sich niemand, wenn der Strafrichter die Fahrerlaubnis kassiert, Gewerbeerlaubnisse. Da liegt es doch im System, dass auch die Aufenthaltserlaubnis kassiert werden kann. Und schon haben wir diesen ganzen Verwaltungsvorgang dramatisch verkürzt. Und die Ausländerbehörde kann dann überlegen, ob und gegebenenfalls wie sie den Menschen los wird. Wir haben noch sehr viele Punkte zu erörtern. Hätten wir, haben wir keine Zeit. Ist sehr schade, aber ich verspreche Ihnen, im Ausschuss werde ich darauf zu reden kommen und Ihnen die Punkte vorstellen, zu denen mir jetzt die Zeit fehlt. Wir sollten überhaupt die Bereitschaft bestehen, im Ausschuss darüber zu reden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag. Nächster Redner ist der Kollege Axel Müller.